Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, viele erste Reden, auch eine letzte. Ich darf allen Abgeordneten gratulieren zu ihrer Wahl hier. Das ist ein tolles Amt, das ist eine tolle Aufgabe, Nordrhein-Westfalen mitgestalten zu können, unabhängig davon, in welcher Rolle man das tut. Meine Damen und Herren, was haben Bölls, Katharina Blum und Helmut Kohl gemein? Was machen Menschen mit Öffentlichkeit? Wie geht Öffentlichkeit mit Menschen um? Beide Fragen berühren zutiefst den Zustand unserer Demokratie. Mir geht es heute um die Respublika, die öffentliche Sache. Mich haben die Berichte über den Tod des Altkanzlers und die Debatten über seine Würdigung sehr nachdenklich gemacht. Wie wäre Helmut Kohls politische Karriere in der heutigen Zeit, in der Zeit von Facebook, Twitter und Co. verlaufen? Können wir ahnen, welcher Spott, welche Häme, welche Hetze über diesen Mann ausgeschüttet worden wäre? Wegen seines etwas eigenwilligen Sprachstils, wegen seiner Statur, wegen des Parteispendenskandals, wegen seines Familienlebens. Wie wäre er diffamiert, verunglimpft, angefeindet, angepöbelt worden? Und hätte das womöglich den Lauf der Geschichte verändert? Wir alle, die wir politisch aktiv sind, sei es kommunal, regional, im Land oder im Bund, wir alle kennen solche Angriffe und Feindseligkeiten nur zu gut, und sie haben zugenommen. Wir erfahren dies individuell, aber auch qua Amt als Repräsentantinnen und Repräsentanten unserer Demokratie. Denken wir an Henriette Reker, denken wir an Thomas Purwin, der als SPD-Chef in Bocholt wegen Hassmails und Todesdrohungen auch gegen seine Familie sein Amt aufgegeben hat. Das treibt mich um, und das muss alle Demokratinnen und Demokraten umtreiben, meine Damen und Herren. Und wenn ich heute zum letzten Mal vor dem Landtag spreche, nach 22 Jahren als hauptberufliche Politikerin und 7 Jahre als Ministerin, blicke ich auf eine Zeit zurück, in der unser demokratisches System schleichend in die Defensive geraten ist. Und, meine Damen und Herren, es fängt schleichend an, wenn von Demokraten vom Parlament als Palaverbude gesprochen oder unsere Demokratie als krankes System bezeichnet wird. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin gar von einer Herrschaft des Unrechts die Rede war. Wenn sich das breit macht, und was sich breit macht, ist eine diffuse Stimmung, dass der Politik die Orientierung am Gemeinwohl und die Fähigkeit zur Lösung von Problemen und Herausforderungen abhandengekommen sei. Als ginge es nicht um politische Ziele, sondern um den persönlichen Vorteil. Und genau das ist der Punkt, der unsere Demokratie im Kern erschüttert und zersetzt. Hüten wir uns davor, solche Stimmungen mit Blick auf mögliche kurzfristige Geländegewinne zu bedienen. Es nutzt nämlich am Ende nicht wirklich, und es schadet am Ende allen demokratischen Kräften, meine Damen und Herren. Viele Menschen in vielen Ländern der Welt gehen auf die Straßen, demonstrieren und kämpfen für Freiheit, Rechtsstaat und Mitsprache, also für die Demokratie. Wenn es morgens um 6 Uhr an meiner Tür läutet und ich kann sicher sein, dass es der Milchmann ist, dann weiß ich, dass ich in einer Demokratie lebe, hat Winston Churchill gesagt. Wie recht er hatte, das kann einem jede Frau und jeder Mann bestätigen, die vor Krieg, Verfolgung und Diktatur zu uns geflohen sind. Wir haben also allen Grund, stolz zu sein auf unsere Demokratie und sie selbstbewusst zu verteidigen gegen die, die sie verächtlich machen, ihren Wert nicht anerkennen, sie sogar abschaffen zu wollen. Das lohnt jede Mühe. Und das bedeutet, Menschen täglich neu für die Demokratie zu gewinnen. Und darauf zielt unser Antrag Ideenwerkstatt Demokratie. Er ist ein Angebot an Sie alle. Ein bewusst offenes Angebot, uns gemeinsam um unsere Demokratie zu kümmern, sie zu leben, sie zu erhalten und ganz besonders auch attraktiv zu gestalten. Warum ist das so schwer, beides unter einen Hut zu kriegen? Harte, leidenschaftliche Auseinandersetzung in der Sache bei gleichzeitiger persönlicher Wertschätzung des politischen Gegners. Ich bin überzeugt, unsere Demokratie ist dann besonders stark und einladend,
wenn für die Öffentlichkeit transparent wird, dass und wie wir für gemeinsame Ziele streiten, über die Grenzen von Fraktionen und Koalitionen hinweg miteinander arbeiten, statt nur altbekannten Ritualen und Inszenierungen zu folgen. Beispielgebend war dafür die Zeit, für mich war es eine wirklich besondere Zeit, die Zeit der Minderheitsregierung von SPD und Grünen in Nordrhein-Westfalen, auch wenn sich das nicht wiederholen lässt, das ist doch klar. Wir haben damals bewiesen, alle miteinander, die wir da mitgestaltet haben, dass die parlamentarische Demokratie keinem starren und vorgegebenen Muster folgen muss, dass das übliche Spiel zwischen Fundamentalopposition gegen Mehrheitsregierung durchbrochen werden kann. Und, liebe Hannelore, ich bin dir nach wie vor dankbar, dass und wie wir das damals hinbekommen haben. Das hat mir viel Freude gemacht und ich finde, Nordrhein-Westfalen hat dabei auch gewonnen. Wir haben sehr fair und an der Sache orientiert diskutiert und jede Fraktion im Parlament hatte die Chance, durch konstruktives Mitarbeiten eigene Ideen umzusetzen und damit unser Land aktiv mitzugestalten. Das war Werbung pur für die Demokratie und es war die Zeit eines sehr starken Parlaments und das war das Tolle und das Besondere daran. Ich erinnere die Kolleginnen und Kollegen der FDP an den Stärkungspakt für unsere Kommunen. Und natürlich erinnere ich, Herr Laumann ist jetzt nicht da, Herr Kaiser ist aber, glaube ich, da, genau. Ich erinnere an die Arbeit am Schulkonsens. Das war eine Sternstunde demokratischer Kompromissfindung nach Jahrzehnten ideologischer Grabenkämpfe um das vermeintlich richtige Schulsystem. Und ich würde mir wünschen, meine Damen und Herren, wenn Sie alle gemeinsam in diesem Geist den Impuls unseres Antrags aufgreifen und in der weiteren Beratung einen Rahmen schaffen, neue Wege demokratischer Beteiligung zu eröffnen. Meine Damen und Herren, Demokratie und Bildung, das gehört für mich untrennbar zusammen. Neben der Vermittlung von fachlichen Kompetenzen, von sozialem Miteinander, hat unser Bildungssystem, die Kitas, die Schulen, die Hochschulen, die Weiterbildungseinrichtungen auch einen demokratischen Bildungsauftrag. Und Kinder und Jugendliche sind fasziniert von Demokratie. Sie sind zu begeistern, wenn wir sie ernst nehmen. Und diese Faszination, die müssen wir am Leben halten. Dafür müssen wir systematisch Raum schaffen. Und dafür braucht es Erwachsene, die optimistisch sind und die an die Zukunft der Demokratie glauben. Kinder haben ein Recht auf zuversichtliche Erwachsene. Nur dann werden aus Kindern starke, selbstbewusste Persönlichkeiten, die unsere Demokratie täglich neu mit Leben füllen, die eine Gestaltungskompetenz entwickeln. Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben, hat Heinrich Böll gesagt, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, mich 22 Jahre lang aktiv in die Landespolitik Nordrhein-Westfalens einmischen zu können und sie intensiv mitzugestalten. Es war eine reiche Zeit mit Höhen und auch mit Tiefen. Die mir gegebenen Ämter konnte ich nur ausfüllen, weil mich dabei sehr viele Menschen mit sehr viel Vertrauen und großem Engagement unterstützt haben. Natürlich der Loyalste, Herr Laschet hat das auch erzählt, und der Kritischste, mein Mann. In der Grünen Partei und Fraktion, deren Vorsitzende ich ja auch 10 Jahre war, und natürlich in der Koalition, die wir gemeinsam gestaltet haben, auch in unterschiedlichen Rollen, und in den letzten 7 Jahren, und das will ich noch ausdrücklich noch mal unterstreichen, die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulministeriums, die mich wirklich sehr, sehr gut begleitet haben, und im Grunde auch der Opposition in den letzten 7 Jahren, die mich ordentlich herausgefordert hat. Ich habe mich diesen Herausforderungen, auch diesen Herausforderungen, sehr, sehr gerne gestellt. Vielen Dank und Ihnen alles Gute. Applaus